Wir haben uns gefragt, ob KI in der Lage ist, konkrete Anlageempfehlungen zu geben. Dafür haben wir 48 Profile erstellt und auf ChatGPT getestet, ob diese tatsächlich mit konkreten Anlageempfehlungen ausgestaltet werden. Was wir herausfinden ist, dass GPT-4 in der Lage ist, tatsächlich sehr konkrete Anlageempfehlungen zu geben und die Performance dieser Anlagen in der Regel so gut ist wie die eines großen amerikanischen Vermögensverwalters. Das Problem, was wir untersuchen, ist, dass Anlegende häufig Fehler machen, wenn sie an Kapitalmärkten investieren. Und ich denke, wir kennen das alle, dass man schon mal, wenn man am Kapitalmarkt aktiv war, sein Geld in bestimmte Wertpapiere gesteckt hat, die dann am Ende große Verluste hervorgerufen haben. Anlageberater haben häufig keine Anreize, diese Fehler, die einzelne Investierende begehen, zu beheben. Das heißt, die Wertpapiere, die Anlageberater empfehlen, sind nicht notwendigerweise die, die auch am Ende zu besseren Renditen führen. GPT und andere Large Language Models können dabei helfen, denn GPT und diese Large Language Models haben per se erstmal keine Anreize, bestimmte Wertpapiere zu empfehlen. Und das ist der Untersuchungsgegenstand unseres Papiers, denn wir möchten untersuchen, wie gut die Anlageberatung oder Anlageempfehlungen von GPT-4 sind. Warum ist das wichtig? Wir wissen aus der modernen Portfoliotheorie, dass Investierende möglichst breit investieren sollten, ohne häufig sozusagen neue Investitionen zu tätigen und diese Investitionen zu halten, die man einmal getätigt hat. Aber auch hier sind die Informationen am Kapitalmarkt schon so überwältigend, dass man häufig nicht das Wertpapierportfolio zusammenstellen kann, was man zusammenstellen sollte, einfach weil die Informationsmasse so groß ist. Hier kann GPT dabei helfen, Informationen zu reduzieren und eben ein Portfolio den individuellen Anlegern bereitzustellen. Die Beratung am Kapitalmarkt ist vielerlei Regularien unterworfen. Das heißt, wenn ich heute Investierenden ein Portfolio empfehlen möchte, muss ich bestimmte individuelle Charakteristika der Investierenden berücksichtigen. Unter anderem muss ich eben schauen, was ist die Risikofähigkeit der Investierenden. Ich muss berücksichtigen, was die Risikobereitschaft der Investierenden ist, die sich von der Risikofähigkeit unterscheidet, denn die Risikobereitschaft ist die individuelle Bereitschaft, Risiken einzugehen. Und ich muss eben auch untersuchen, ob die Investierenden möglicherweise bestimmte Nachhaltigkeitspräferenzen haben oder nicht. Was wir in unserer Analyse oder in unserem Papier untersuchen, ist, ob GPT-4 in der Lage ist, diese Risikopräferenzen und Risikofähigkeiten und Nachhaltigkeitspräferenzen der Investierenden in konkreten Portfolios abzubilden. Das heißt, den Investierenden eine konkrete Empfehlung zu geben, welche Investitionen getätigt werden sollen. Was wir finden ist, dass GPT in der Tat in der Lage ist, konkrete Portfolioempfehlungen zu geben. Das heißt, nicht nur abstrakt zu empfehlen, wie ein Portfolio aufgebaut werden soll, sondern auch, welche konkreten Investitionen getätigt werden sollen. Außerdem haben wir herausgefunden, dass GPT-4 erläutert, warum bestimmte Investitionen getätigt werden, was wiederum den Vorteil hat, dass das zu einer größeren Akzeptanz unter den Anlegern führt, die die Investitionen am Ende tätigen sollen. Wir finden, dass GPT-4 zum einen relativ gut performt, das heißt, die Performance der Portfolios, die GPT-4 empfohlen hat, im Nachhinein so gut waren wie die eines großen Wertpapierverwalters. Was wir gesehen haben, war, wenn man im Jahr 2016 100 US-Dollar investiert hätte, waren unabhängig davon, welche Portfolios wir generiert haben, die Renditen sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar besser als die von dem Vermögensverwalter. Am Ende konnten wir zeigen, dass GPT leicht besser performt hat, aber diese Outperformance wurde vor allem dadurch generiert, dass GPT eben größere Risikokomponenten eingegangen ist und dadurch auch eine leicht höhere Performance generiert hat, wie dieser große amerikanische Vermögensverwalter. Was wir in Zukunft machen möchten, ist, dass wir uns anschauen wollen, ob wir diese Large Language Models auch in Robotern oder vor allem humanoiden Robotern implementieren können. Das heißt, Roboter, die auch ein menschliches Gesicht und Ähnliches zeigen. Und wir wollen eben schauen, ob diese Roboter besser in der Anlageberatung sind, als das zum Beispiel menschliche Vermögensberater sind. Warum ist das relevant? Wir wissen, dass Menschen häufig zeigen wollen, dass sie Expertise haben. Wir wissen, dass sie ihr Selbstkonzept erhalten wollen. Und das führt eben dazu, dass bei Robotern man möglicherweise dieses Selbstkonzept leichter erhalten kann, indem man sich eingesteht, eben auch mal geringere Risiken einzugehen. Und ob humanoide Roboter dazu führen, dass die Anlage der Investierenden anders ist und dass sich die Risikopräferenzen ändern, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten untersuchen.